Dein Do-It-Yourself Nicolo, eine wirklich süße und duftende Geschenkidee. Heute zeige ich dir, wie du genau so einen Nicolo für dich selbst basteln kannst. Und dazu brauchst du natürlich einen Nicolo. Du brauchst ein wunderbares ätherisches Öl. Welches Öl du verwendest, ja, bleibt dir überlassen. Aber ich spreche heute von Christmas Spirit, denn ich glaube, das ist das beste ätherische Öl, welches du wirklich für dieses Geschenk verwenden könntest. Ja, und dann brauchst du natürlich noch ein 2 Milliliter Fläschchen und einen Garn, eine Schnur zum Binden. Ja, den Schoko-Nicolo, den kannst du natürlich selbst machen. Wir haben jetzt einen gekauften, den wir einfach jetzt dekorieren werden. Und damit dieser Nicolo auch nicht umfällt, keine Schlagseite sozusagen bekommt, haben wir uns eben für 2 Milliliter Fläschchen entschieden, weil die sind so klein und trotzdem passt ausreichend Duft dort hinein. Du kannst natürlich deinen Schoko-Nicolo selber machen. Da gibt es Formen, dann gießt du einfach flüssige Schokolade in die Form rein und das wird dann geschwenkt und das macht man mehrmals, so lang, bis eben dann ausreichend Schokolade in dieser Form ist und dann öffnest du das vorsichtig, so dass die Form oder der Schokoladen-Nicolo erhalten bleibt. Also für die, die gerne experimentieren und sich gerne das selber machen, gibt es natürlich diese Möglichkeit. Wir haben diesen Schoko-Nicolo gekauft und ja, er erfüllt so auch seinen Zweck. So, dann das ätherische Öl ist Christmas Spirit, wie ich es vorhin schon erwähnt hatte. Und dieses ätherische Öl ist natürlich ein wunderbarer Duft, denn es ist ein warmer, ein weihnachtlicher Duft. Und wenn man den riecht, dann kommt man sofort in diese Weihnachtsstimmung. Und das Fläschchen, was wir verwenden, ist eben ein 2 Milliliter Fläschchen. Dadurch hat der Nicolo nicht so schwer zu tragen und die Gefahr des Umfallens ist natürlich auch nicht gegeben. Und was wir jetzt machen ist, wir geben hier jetzt ein paar Tropfen Christmas Spirit, ätherisches Öl hinein. Und was du jetzt auch tun kannst, ist Folgendes. Also, wenn du jetzt hier das ätherische Öl drin hast, machst du hier so eine Schlaufe. Das habe ich jetzt schon vorbereitet. Ziehst fest dran. Gibst hier diesen Tropfer, diesen Gummistoppel drauf und wenn du das verschlossen jetzt in umhängen willst, dann schraubst du das jetzt zu und jetzt hast du die Möglichkeit, einfach das dem Nicolo umzubinden. Wir haben das jetzt schon gemacht, deswegen hängt das hier schon dran. Und was du auch machen kannst, ist Folgendes. Du kannst den Verschluss offen lassen. Und jetzt kannst du in dieser Öffnung hier, wenn du das hier aufklappst, das ist der sogenannte Vorführeffekt, wenn du hier das offen hast, dann kannst du jetzt zum Beispiel einen Zahnstocher hineinstecken. Denn der Zahnstocher saugt jetzt, das Holz saugt jetzt das ätherische Öl sozusagen heraus aus der Flasche und außen beginnt das jetzt zu verduften. Und wenn du vielleicht etwas Natürlicheres haben willst, dann verwendest du so ein das ist so ein Getreideteil. Das steckst du jetzt hier rein. Und das beginnt jetzt auch, dieses ätherische Öl aufzusaugen. Und es gibt jetzt den Duft ab. Also, ich finde diese Idee eine wunderbare Idee. Und ich persönlich liebe es einfach, den Nicolo zu beschmücken. Aber du kannst natürlich auch den Krampus hernehmen. Als Kind habe ich es geliebt, diese rote Folie, diese durchsichtige, dunkelrote Folie einfach zu sehen und dahinter eine Taschenlampe zu halten. Denn ich liebe die Farbe Rot. Aber wie auch immer, jeden das Seine. Jetzt ist der Nicolo fertig. Jetzt ist er nicht nur süß, sondern er ist auch duftend. Und diese Geschenkidee ist wirklich schön, denn du kannst es jetzt noch ein bisschen aufpeppen, indem du zum Beispiel eine schöne Holzkiste mit etwas Stroh hineingibst und den dann hineinlegst und so in einem schönen Geschenkpapier eingewickelt dann eben verschenkst. Und ich glaube, jeder wird es lieben, denn viele Menschen sind einfach süß. Sie lieben das Süße und der Duft ist einfach traumhaft.
Ja, ich hoffe, euch hat einfach dieses Do-It-Yourself-Nicolo-Projekt gefallen. Es ist einfach eine andere Art oder eine neue Art, einfach diesen Tag, diesen Nicolo-Tag zu feiern. Da hast du etwas gemacht, wo deine persönliche Note dabei ist und das gefällt sicher den Beschenkten. Und vergesst nicht, uns eure Kommentare zu schicken, damit wir wissen, wie euer Nicolo-Tag gelungen ist.